Kommen wir nun zu Baugruppe 9. Ich habe hier schon mal die Teile von der Baugruppe 9 auf den Tisch gelegt, die wir jetzt zusammenbauen. Wer möchte, kann die Seitenteile vorher etwas bearbeiten mit Schmirgel, damit die Kanten nicht so scharf sind. So werden nun die Akkuschienen bzw. die Akkuhalterung hier auf die Seitenteile draufschrauben, damit mir dauernd das Seitenteil nicht umfällt. Spanne ich hier einen kleinen Schraubstock ein. So, laut Zeichnung kommen die Halterungen hier so an die Seitenteile dran. Die werden mit den Senkschrauben und den selbstsichernden Muttern befestigt. Senkschraube durch, dann das Scheibchen hinten nicht vergessen und dann die selbstsichernde Mutter drauf. Dieses machen wir jetzt mehrmals hintereinander. Hier fehlt noch eine. Dann kommt die Hülse drauf. Zusätzlich wird dann hier noch an der Hülse, wo die Haube nachher anliegt, ein Gumminippel angeschraubt. Die Halterung ist jetzt noch lose. Bevor man die festziehen, setzt man die Akkuschiene ein. Am besten den Gummi noch mal rausnehmen, die Schiene in die Schiene einführen und den Pin durchstecken. So fällt sie dann schon mal nicht raus. So, und dann kann man die Schrauben hier alle schon mal festziehen. So hat man dann auch nachher die Gewährleistung, dass die Akkuschiene reinpasst. Der anderen Seite, wo die Hülse sitzt, kann man einen Schraubendreher durchstecken. Kann man sie schön festhalten, die vorne anziehen. So, das gleiche machen wir mit der anderen Seitenplatte. Auch hier kommt die Halterung drauf auf die Seitenplatte. Diese werden wir jetzt mal verschrauben.
Auch hier werden die Senkschrauben nur leicht beigezogen. Komplett festgemacht wird das alles nachher, wenn die Schiene wieder drin ist. So, wir setzen nun die Akkuschiene wieder ein in die Halterung. Das Ganze sieht dann so aus. So, und nun können wir wieder alles festschrauben. Und zum Schluss setzen wir wieder die Hülse ein. So, über die Hülse können wir dann wieder hier mit einem zweiten Schraubendreher kontern. Und zum Schluss setzen wir noch den Gumminippel wieder drauf. So, danach können wir die Akkurutsche demontieren. Ziehen wir den Pin wieder raus und ziehen ihn nach vorne weg. Somit hätten wir die Baugruppe fertig.